Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Die grüne Pfanne ist heute in Köln angekommen. Willkommen bei Pfannenliebling. So, heute ist die grüne Pfanne bei Sina angekommen und das Hallo ist zusammen. Sina. Hey, ich bin die Sina, bin 27 Jahre alt und komme aus Köln. Ich lache sehr gerne und bin immer gut gelaunt, sehr loyal und immer für meine Freunde da. Das ist mir sehr wichtig. Ja, das macht mich eigentlich schon aus. Mein Lieblingsgericht ist das Chicken Curry. Und jetzt zeige ich euch, wie es vorbereitet wird. Das kriegst du hin. Mein Ursprung ist Indien und ich bin mit 2 Jahren adoptiert worden von meinen tollen Eltern, die jetzt in der Eifel wohnen. Mein Lieblingsgericht habe ich auf dem Segelschiff kennengelernt. Das Jugendamt hat damals für uns als Adoptivkinder und Pflegekinder so eine Tour organisiert und an einem Tag hieß es, wir kochen Indisch. Und ich da so, boah, cool, Indisch. Kommst ja daher, hast von der Kultur noch nichts kennengelernt. Ja, stellst dich nur mit an den Herd, ne? Probierst das mal aus. Ja, und so bin ich auch ans Kochen gekommen. Sobald ich das indische Essen esse, habe ich so ein Gefühl, das gehört zu mir. Also ich bin katholisch erzogen worden, also ich bin getauft worden, wurde auch gefirmt. Aber letzten Endes spüre ich in mir selber, dass ich das nicht bin, sondern irgendwas in mir brodelt noch, was ich kennenlernen muss. Und ich glaube, das hat was mit Indien zu tun. Gerade habe ich auch so das Gefühl, ich muss mich damit beschäftigen, weil es mich auch beschäftigt, so kognitiv. Und ja, das ist dann mein 2019, ne, was ich so vorhabe. Ich denke, wenn ich mir die Zeit nehme und 2 bis 3 Monate reisen kann, werde ich viel erfahren. Angst davor habe ich definitiv, weil man weiß nicht, wie man darauf reagiert. Kann auch natürlich sein, dass das mir total auf die Psyche drückt. Für mein Lieblingsgericht brauchen wir einmal Zimtstangen, Sternanis, Kardamom, das Grüne hier vorne, und einmal Chilischote. Also es ist schwierig, in einem anderen Land aufzuwachsen, wenn man eine andere Hautfarbe hat. Man vergleicht sich und man stellt fest, man ist doch irgendwie anders. Negative Erfahrungen macht man als Kind auch, das ist aber, glaube ich, unabhängig von der Hautfarbe. Klar, sagt man ja, warum bist du braun, warst du zu lange in der Sonne. Ja gut, da muss man halt dann drüber stehen. Als Kind tut man das nicht, aber so älter man wird, umso besser kann man damit umgehen. Immer wenn ich in Köln unterwegs bin, werde ich nicht auf Deutsch angesprochen, sondern auf Englisch. Und dann packe ich manchmal mein kölsches Blatt aus. Ja. Und alle wundern sich, weshalb ich sie auf einmal verstehe. Namaste. Namaste. Wir essen heute nicht mit den Händen, auch wenn es klassisch natürlich mit den Händen gegessen wird, aber es ist einfach noch zu heiß und wir haben Hunger. Wir haben dein letztes Bild vergessen. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!